Ich habe gerade den Aufnahmehinweis gemacht, also ab jetzt wird aufgenommen. Silvia ist auch noch da, hi. Hi, Genau. Antonio. Ich hatte schon befürchtet, dass wir jetzt so ganz kurz vor Weihnachten irgendwie nur noch ganz wenige sind, weil viele schon entweder Überstunden abbauen oder in den Weihnachtsfeierlichkeiten sind oder. Aber das scheint ja nicht der Fall zu sein. Entschuldigung. Jetzt teile ich mal gerade die Punkte für heute. Wir haben ein paar Sachen aus der Community. Da müssen wir gleich auch was vorziehen. Mal gleich mal checken, ob du mich hörst. Ja, perfekt. Okay, jetzt hören wir dich gut. Hallo, seht ihr meinen Bildschirm auch jetzt schon? Ja. Ah, sehr gut. Alles klar, genau. Also, wir haben ja immer diesen Modus, was war, was wird. Das würde ich ein bisschen kürzer halten diesmal. Einfach nur kurz drüber fliegen, weil ich mal so eine Retro gemacht habe übers Jahr. Mal zu gucken, was so die Punkte sind, die man vielleicht aus diesem Jahr rauszieht und fürs nächste Jahr anders macht in der LernOS-Community. Das fände ich ganz schön, wenn da auch noch wer mag, sozusagen entweder heute live sein Senf dazugeben kann oder im Nachgang dann in die Kommentare. Und wir haben drei Themen aus der Community. Die Julia, das war ja beim letzten Mal ausgefallen, wollte ein bisschen was erzählen, wie man die Inhalte vom Reverse Mentoring Guide, vom LernOS Guide auch im Reverse Mentoring nutzen kann. Also nicht nur in Circlen, sondern Reverse Mentoring. Mit Martin zusammen, der fehlt ja. Okay, ja, perfekt. Dann die Piwi hatte in der Corporate Learning Community die Idee geäußert, einen LernOS Guide für Diversity zu machen. Ist das auf der Suche nach Mitstreitern? Da könntest du dann was sagen dazu. Und ich habe gesehen, ihr habt gestern einen LernOS Kickoff gehabt. Vielleicht kannst du da auch noch ein, zwei Sätze zu sagen. Ja. Und Helmut hat einen Silberpfad gemacht für Leute, die in Ruhestand gehen und hat auch ein paar Slides vorbereitet, die wir uns dann anschauen können. Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, Julia und Helmut, ihr seid bis 14 Uhr dabei und Piwi muss man vorziehen, oder? Passt das? Mhm, genau, also ich bin jetzt eine halbe Stunde, hätte ich. Exzellent, exzellent. Ne gut, dann versuche ich mal den oberen Teil recht schnell zu machen. Also was sind die Sachen, die so waren? Wir hatten das Expert-Debriefing-Moderatoren-Seminar. Da haben wir jetzt für die Begleitgruppen zum Leitfaden auf Connect umgestellt. Wir hatten früher Yammer. Yammer hat dieses Mal jetzt extrem viel Schwierigkeiten gemacht, wo Leute nicht reinkommen. Hat man bisher so noch nicht. Wahrscheinlich liegt es daran, dass Yammer jetzt durch die Office 365 Rollout-Projekte in den Firmen ein bisschen auf dem Fokus sind und da dann die Dinge gesperrt werden. Aber das nur so am Rande. Dann gab es das erste Dojo in Nürnberg. Da haben wir jetzt mal angefangen, so Dojo-Kits zu basteln. Ich zeige dir mal kurz hier. Ist noch nicht schön, weil nicht nachhaltig. Das ist hier noch Plastik außenrum. Aber das ist so eine DIN A4-Mappe. Da ist ein Leitfaden drin. Hinten der Canvas. Dann ein Armband, ein Stift. Die Post-its, die genau in Canvas reinpassen. So eine Visitenkarte haben wir mal gebaut mit einem QR-Code drauf, die einen quasi auf die zentrale LernOS-Seite bringt. Und das kam auch sehr gut an und hat gut funktioniert. Also da werden wir jetzt in Zukunft mal gucken, dass wir dieses Kit mal beschreiben, wie man das zusammenstellen kann, falls der eine oder andere von euch auch mal so Dojos oder Einführungsveranstaltungen oder so machen will, dass man sich das einfach nachbauen kann sozusagen. Genau, Piwi, du hattest ja 5, weiß nicht, ob ihr die eingesetzt habt. Wenn ja, kannst du ja nachher kurz oder jetzt kurz reinspringen. Sage ich was dazu, genau. Ja. Genau, dann gab es das Expert Debriefing Moderatoren Meetup. Da gibt es eine Doku hier auf Connect, die habe ich verlinkt. Sage ich auch nicht viel mehr dazu. Gibt es jetzt 7, 8 neue Moderatoren. Dann gab es diesen Podcast, den ich ja mit der Sabine gemacht habe. Lernos und R43 ist das, wo wir mal versucht haben, diese ganzen Lizenzthemen, was kostet was, was kostet nichts, was er für viel Verwirrung gesorgt hat, mal ein bisschen aufzuräumen. Ich denke, das ist ganz ordentlich geworden. Da hat man jetzt einen ganz guten Überblick. Wir haben den deswegen Teil 1 genannt, weil wir nächstes Jahr nochmal so einen Teil 2 machen wollen, weil viele Fragen auch kamen aus der Community. Was sind so die didaktischen Unterschiede? Was bringt mir es eigentlich, wenn ich OKR verwende für mein Ziel? Und das haben wir aber mal ausgeklammert, weil wir vor dem Wallcamp, was ja war in Berlin, einfach erstmal die ganzen Unstimmigkeiten irgendwie behandeln wollten und die inhaltlichen Sachen dann, ich sag mal, irgendwann im ersten Quartal nächstes Jahr in der zweiten Version machen. Da hatte vielleicht auch noch kurz die Info, dieser LernOS on Air Podcast, der ist jetzt mittlerweile auch auf Spotify verfügbar. Mich haben immer mehr Leute gefragt, die mittlerweile fast alle ihre Podcasts auf Spotify hören, ob man die nicht auch dahin bringen kann. Ich habe mich eine Weile gewehrt, weil das ja so ein Closed Platform ist, so ähnlich wie YouTube.
Aber dadurch, dass man bei Spotify quasi seinen Podcast trotzdem außerhalb pflegen kann und Spotify nur die Inhalte abonniert, habe ich dann zähneknirschend gesagt, gut, mach mal. Und man merkt das auch an der Reichweite. Also das sind jetzt fast schon so viele Abonnenten auf Spotify, wie wir auf dem Podcast draußen haben. Also aus so einer Verbreitungsperspektive lohnt sich das. Dann gab es das VHS, LernOS-Webinar, Volkshochschule, der Thomas organisiert. Da waren 4 Teilnehmerinnen dabei, das war recht intensiv. Und die wollen das in 2020 auch weiterführen, habe ich schon zugesagt. Also das ist einfach so die Schiene, das eben über die Volkshochschulen auch in die Breite zu bringen und nächstes Jahr auch so ein Mailing machen und die ganzen Volkshochschulleiter, die wir dann vielleicht 40 haben und nicht 4. Aber das setzen wir auf jeden Fall fort. Dann gab es, ist nicht direkt LernOS spezifisch, aber es gab auf dem Wollcamp in Berlin eine Session zu, wie misst man eigentlich so informelle Lernmethoden. Mit der Katharina Krenz habe ich die zusammen gemacht. Das ist der, wir haben die Session aufgezeichnet und als LernOS und R44 veröffentlicht. Da ist jetzt auch so eine Community oder so eine Gruppe von 26, 27 Leuten rausgekommen, die da dranbleiben wollen, um mal so, soll ich sagen, so eine Logik, wie weise ich den Nutzen von informellen Lernmethoden nach? Und das soll prinzipiell eben auch für so Sachen wie Barcamps, Communities, Circle, all solche Sachen funktionieren. Weil da durchweg jetzt, gerade wo die wirtschaftliche Lage ein bisschen angespannter werden, einige, die bisher große Sprünge gemacht haben, jetzt so ein bisschen in Erklärungsnot sind oder auch Nutzen nachweisen müssen. Und das versuchen wir da mal zu behandeln. Also falls da jemand mitmachen will oder sich interessiert, können wir gerne den Podcast anhören. Ja. Genau, Simon, da würde ich mich gerne, wenn das noch irgendwie geht, mit einklinken. Also wenn es da irgendwie was zu gibt, wo ihr sagt, also da erarbeitet ihr was oder so, da würde ich gerne mich irgendwie mit registrieren, genau, und mit an Bord. Am besten eine Mail an die Katha schicken. Das triggert sie vielleicht auch nochmal, weil die wir hatten gesagt, wir stellen erstmal die Session bereit. Wir hatten die E-Mail-Adressen vor Ort eingesammelt von den 50 Leuten in der Session, die da mitmachen wollen. Und Katha wollte jetzt Anfang Dezember, was ja quasi jetzt ist, so ein Doodle rumschicken für einen Termin im Januar oder Februar, also Online-Termin. Mhm. Genau. Mhm. Okay, super, danke. Genau, dann hat man die LernOS Assembly auf dem Knowledge Camp. Dadurch, dass auf dem Knowledge Camp selber ich mich auch noch um den Livestream von so einem Vortragstrack gekümmert habe, war da weniger Programm, als wir das auf dem Corporate Learning Camp hatten. Julia und Silvia waren, glaube ich, mehr Zeit in der Assembly, als ich das war. Weiß nicht, Silvia, hast du irgendwie einen Eindruck, was da war, ob da irgendwie was für Fragen aufkamen? Nein, habe ich in dem Sinne nicht. Ich war ehrlich gesagt auch nicht so viel da. Ob schon ich öfter da gesessen bin, was gut war, ist, der Tisch wurde halt einfach als Austausch genutzt, aber nicht unbedingt rund um LernOS, sondern einfach, ah ja, hier kann man sitzen, hier kann man arbeiten, hier kann man sich austauschen. Also wenn ich da war, ging's cool. Wenn ich da war, ging es eigentlich immer um den Podcasting-Guide, weil wir hatten hinten dran so ein kleines Podcasting-Studio aufgebaut und da haben einige Leute so ihre ersten Schritte gemacht mit Podcasting. Das ist das, was ich hauptsächlich mitgekriegt habe. Und der Ragnar hat sich bestückt mit Stickern, um die mitzunehmen. Genau. Ich habe es gerade geguckt, aber das war scheinbar doch auf einem anderen Kanal. Die Julia hatte mich danach angesprochen und hat gemeint, sie würde gerne in die Hand nehmen, sich mal so die Traum-Assembly LernOS fürs Corporate Learning Camp in Hamburg zu überlegen. Und da ist die Idee mal, so richtig Fokus auf diese Assembly zu legen und richtig Programme über 2 Tage zu machen, vielleicht auch abends ein bisschen Programm zu machen. Also falls sich da jemand einklinken will, einfach in die, entweder Julia kurz eine Message schicken oder unten in die Kommentare, dann würde ich gucken, dass ich das mitnehme. Ich stehe noch auf der Warteliste für dieses Corporate Learning Camp. Ich war nicht so schnell. Echt? Warte mal, ja. Schicken wir mal kurz eine E-Mail oder irgendwas, dann lasse ich dich nachher durch. Also gibt schon noch Plätze. Okay, alles klar. Mache ich. Genau. Dann der Alex, der ist jetzt, glaube ich, nicht da. Der war bei der Allianz zu so einem Austausch LernOS. Da waren irgendwie 50 Leute da, so hat es ausgesehen auf Twitter. Habe ich mal den Tweet verlinkt. Vielleicht, wenn er beim nächsten Mal dabei ist, kann er mal kurz berichten, was da war. Ich weiß jetzt auch noch nicht viel mehr, als in dem Tweet gestanden war. Und was echt schön ist, ist, dass immer mehr so Tweets aus den Sketchnoting-Lernpfaden auf Twitter landen, wo Leute halt echt coole Sachen Sketchnoten. Also da habe ich auch mal angefangen, so eine Liste zu machen, weil ich glaube, mit dem großen Pool an Sketchnoting
Fanatikern. Das wäre ganz interessant, um da mal so anzupacken, auch die Leitfäden mehr zu visualisieren oder Webseite mehr zu visualisieren. Also das ist was, was so gerade in den letzten 2 Monaten irgendwie mir aufgefallen ist, dass da mehr und mehr passiert. Genau, dann, was sind so die Sachen, die kommen? Wien hat jetzt nächsten Montag, 9.2., das 2. LernOS-Meetup. Da war der Christian heißt der, Kudala, glaube ich, ne? Der war auf dem Knowledge Camp auch, hat da ein bisschen erzählt, dass das lebendig war, dass es da eine Community, eine recht gute Community mittlerweile gibt. Ich habe mir mal die Meetup-Gruppe angeschaut, die hat immerhin 40 Mitglieder schon. Und wir hatten so lose gesagt am Knowledge Camp, dass wir so nächstes Jahr versuchen wollen, so ein kleines Meetup-Kit bereitzustellen. Also für Leute, die in irgendwelchen Städten oder Kommunen oder wo auch immer LernOS-Meetups aufbauen wollen, dass wir denen so eine Art Grundmaterial, also mal eine Checkliste, was könnte man beim 1., 2., 3. Treffen machen. Danach entwickelt sich das eh meist so recht selbstorganisiert. Aber dass man das ein bisschen fördert, um da einfach auch nochmal neben dem Camp jetzt, also neben den großen Veranstaltungen, sozusagen das Dezentrale und Regionale zu fördern. Also ich glaube, dass das sehr sinnvoll ist. Also das ist... Clemens, da bist du ja. Sehr gut. Ja, bin ich da, ja. Erzähl mal. Ja. Na, weil es war so beim ersten schon spürbar, dass die Leute vielleicht auch aus dieser Working Out Loud Idee nicht nur elektronische Informationen haben wollen, sondern ein bisschen zum Angreifen irgendwie das wollten. Und das war der Grund, warum die da war, obwohl der Wissensstand sehr, sehr niedrig war. Dann glaube ich, ist die Idee gut, möglichst viele Meetups zu haben, weil es, glaube ich, so eine für einige Personen ein notwendiger, niederschwelliger Zugang ist, einmal zu schauen. Wir haben es jetzt am Montag auch zweiteilig machen. Das ist mal so eine, wirklich für die schon Erfahrungen haben, quasi einen Erfahrungsaustausch machen, für die anderen wirklich, wie anfangen, was ist es eigentlich? Ja. Das war auch notwendig. Mich freut auch, es gibt schon, jetzt sind doch 10 und von den 10 sind fast alle Wiederholungstäter. Das ist schon die beim ersten Mal waren. Das finde ich cool. Ich mal, da waren wir skeptisch, ob das sein wird. Auf der anderen Seite natürlich, ja, es sind da 30 andere auch noch dabei, die wir da anscheinend nicht erreichen. Ja, bin auch gespannt und finde es aber auch super von dir die Idee zu sagen, wie kann man da Materialien well zur Verfügung stellen. Mir scheint das auch, dass es relativ standardisierbar ist, was man da macht. Also es also man braucht schnelle Präsentationen, ein paar Erfahrungscamps, eine Linkliste, wenn man sich vertiefen will und solche Sachen, das kann man leicht machen, glaube ich. Den Link zu der Webpräsentation, hatte ich dir den geschickt? Aus dem letzten Call habe ich einen noch, wenn das der ist. Also den auf der GitHub.io, oder? Das weiß ich nicht mehr. Ich habe es aus dem Protokoll von deinem letzten Call, habe ich es mir. Diese graue, also die sich dreht, ne? Ja, die sich dreht, genau. Ja, genau. Ja, das die würde ich nehmen. Das scheint mir das Aktuellste, was es gibt, genau. Genau. Nee, aber das ist, wir haben jetzt, die jetzt aktuell mit den Leitfäden arbeiten, man merkt ja so ein bisschen, dass die der Zeitpunkt, wo Getting Things Done und OKR-Lernpfad reingekommen ist, das ist alles noch so ein bisschen unrund. Also, was weiß ich, angefangen bei Woche 0, wie wähle ich aus, welchen Lernpfad gehe ich? Und auch die Lernpfade sind noch sehr unterschiedlich. Ne? Beim GDD braucht man im Moment das Buch noch dazu und so. Deswegen haben wir jetzt erstmal noch keine weiteren Leitfäden gedruckt, weil das so Baustellen sind, die wir erstmal aufräumen wollen. Mit dem Ziel, im Laufe des nächsten Jahres eine Version 2 zu haben und von der auch wieder eine größere Menge zu drucken. Und dann schwebt mir eigentlich vor, dass man so eine Art Kickstarter-Paket für Meetups hat, ne, wo man sagt, wenn irgendwie Meetup loslegt oder auch nochmal neu starten will oder so, dass man sagt, da schickt man halt ein Paket hin mit Leitfäden, Sticker, Kugelschreiber, halt so ein bisschen Zweck außenrum. Und vielleicht auch eine Idee für Agenda oder für die ersten Male oder auch den Kontakt zu anderen Meetup-Makern oder so, um das ein bisschen zu erleichtern. Genau. Ja, aber da, glaube ich, da braucht man den Ball nicht zu hoch legen. Ich glaube, das ist schon gut. Es soll ja auch elektronisch ist viel da, das kann man gut herzeigen. Also das, und das, glaube ich, geht schnell kompakt zu machen. Ja, das stimmt. Es gibt einen Circle Finder, wenn jemand starten will. Und das ist auch ein bisschen auch... die Idee ähnlicher zu machen, wie du es beim Dojo auch machst, glaube ich, dass sie es auch ein bisschen erleben können. Das wäre jetzt ganz die nächste Stufe, die wir probieren, dass sie dort eine Runde mal macht oder so. Ja, von dem nee, schön. Kannst du gerne auch auf der Plattform mal ein bisschen schreiben, wenn ihr Erfahrungen habt oder Wünsche habt, dass es einfach irgendwo mal ist, ne, gesammelt ist. Ich kann nicht versprechen, dass man da sofort was mitmachen kann, aber da lege ich mal einen Ort an, wo man irgendwie Erfahrungen zu Meetups irgendwie sammeln kann, weil das für alle, die starten, halt, glaube ich, interessant ist. Also, da kann ich auch gleich was zu sagen. Also zu meinem Kickoff, wo du mir ja auch die Mappen freundlicherweise zur Verfügung gestellt hattest. Genau, da war so meine Erkenntnis daraus jetzt die Woche, dass es vielleicht gut ist, wenn man das nur das Grundsätzliche vielleicht nochmal in Print hat. Also das, was sich über alle
Leitfäden nachher so durchziehen wird. Mhm. Aber den anderen Teil wirklich komplett rauslöst, weil ich denke, das wird so dynamisch sein und du kriegst es irgendwann nicht mehr gehandelt, diese ganzen Versionen auch zu verfolgen. Und ich hatte zum Beispiel das Problem, dass ich halt eine Print-Version jetzt ausgeteilt hatte, sich aber alle fürs OKR entschieden haben, also beide Zirkel. Da steht noch drin, dass der Pfad erst entwickelt wird, ne? Ja. Genau. Und dann mussten wir sowieso, also ich meine, ich hatte das, also hatte die, die Plattform sowieso offen, genau, aber das hat die Leute erstmal so ein bisschen verwirrt, ne? Und das war so, dass ich, es ist eigentlich überflüssig. Also ich glaube, wenn man das alles online hält, ist es am Ende leichter zu pflegen und so maximal das, was ich auch über alle Leitfäden, die sich da jetzt, glaube ich, schnellstmöglich entwickeln werden, bleibt das vielleicht nur als Print, ne? Ja. Und dann für so Situationen, wo du halt auch Risiko läufst, dass du eben nicht online gehen kannst, wie VHS oder irgendwas. Ne? Genau. Ja. Ja, also unsere Erfahrung ist halt, dass so Sachen wie jetzt Notebook-Aufkleber, die sorgen halt einfach dafür, dass drüber gesprochen wird, dann auch in Meetings und so, weil die sieht man halt einfach dauerhaft, ne? Sowas finde ich gut. Mhm. Und so Dinge wie jetzt der Canvas zum Beispiel, wenn jemand angefangen hat, den mal auszufüllen, oft bleibt er erstmal liegen, aber wenn er dann auf dem Schreibtisch zum Beispiel bleibt oder irgendwo in der Mappe, greift man es später wieder auf. Während irgendwas, was man mal in sein OneNote geschrieben hat, das taucht dann oft nach 2 Jahren erst wieder auf und man macht da nichts mehr mit. Ne? Aber wahrscheinlich ist der Leitfaden gerade jetzt in dem Status, wo er ist, dass sich das doch von Quartal zu Quartal noch recht stark ändert, nicht das beste Ding, was man ausgedruckt verteilen sollte. Ja, deswegen haben wir jetzt auch, wie gesagt, keine mehr gemacht. Ja. Ja. Okay. Gut, dann haben wir einen neuen Supporter. Ernst & Young wird ab nächsten Jahr LernOS Supporter. Schön. Genau, die werden auch auf dem Camp dann mit dabei sein. Hoffentlich auch dann in einem nächsten Community Calls. Den Community Kalender 2020 habe ich mal angelegt. Der ist hier verlinkt. Da stehen jetzt auch schon, hoffe ich zumindest, genau, da stehen die ganzen Termine für die Community Calls schon drin. Da steht das Camp drin. Das ist aber prinzipiell ja der Kalender, der, wenn ihr hier einfach oben quasi auf der Startseite seid, immer oben angepinnt ist, also noch der 2019er, wo im Prinzip alle Termine, die relevant sind, also auch ein Corporate Learning Camp und alles Mögliche mit drin steht. Nur falls da jemand gucken will oder sich gar so die Zeiten für LernOS-Termine nächstes Jahr reservieren will, dann das ist so der Ort, wo wir die 2020-Sachen alle jetzt schon eintragen. Ja. Genau. Ja, und dann war heute früh die erste Abstimmtelefonat mit Telekom. Also habt ihr vielleicht schon mitgekriegt, 23., 24., 6. wird das nächste LernOS Camp bei der Telekom sein. Motto verraten wir noch nicht, deswegen steht da noch der Stern. Also es wird kein LernOS Rockstars Camp sein, aber es wird ein LernOS irgendwas anderes Camp sein. Das hat der Winnie Ebner, der im Beirat ist für die Telekom, organisiert, zusammen mit der Annalena, die ist Vice President Digital Transformation. Da sind wir jetzt gerade auch so am Reden, wie wir das machen können, welche Themen aus der Telekom, die LernOS relevant sind, wir in den Talk-Teil reinbringen können. Ich habe nochmal das Lessons Learned-Dokument verlinkt. Ich weiß nicht, das haben wahrscheinlich die meisten ja schon gesehen. Mach's nochmal auf. Wir hatten ja zum Rockstars Camp 2019 gefragt, was war gut, was können wir 2020 verbessern? Und da kam ja eine recht lange Liste von Sachen irgendwie zusammen. Der Hauptpunkt, den man aus allen Posts oder aus sehr vielen rausgelesen hat, war, dass der eine Tag zu kurz war. Und da haben wir jetzt so ein bisschen hin und her überlegt, für uns wäre für die Orga 2 Tage, also volle 2 Tage zu lang, weil wir dann quasi nochmal am Vortag anreisen müssen und auch bei der Telekom keinen Slot gefunden haben, wo wir 3 Tage blockieren können oder 2,5. Die Idee ist jetzt, dass wir das so machen, dass man am ersten Tag, also am 23. so irgendwas ab 13, 14 Uhr anreisen kann. Dann können sich die Assemblies aufbauen. Wer mag, kann ein bisschen im Aufbau noch mithelfen. Man kann schon ein bisschen plauschen. Also da haben wir schon eine Exklusivfläche. Und dass wir dann 16 Uhr mit Vorstellungsrunde anfangen, mit Begrüßung. Und das, was wir jetzt 2019 am Haupttag quasi hatten, also diese Impulsvorträge, LernOS State of the Union und so, dass wir das in den Tag vorziehen. Also so zwischen 17 und 19 Uhr ist im Moment die Planung, diese Impulse machen. Und dann ab 19:30 einfach für alle gemeinsam ein Event mit Abendessen und Beisammensein. Das war ja dieses Jahr auch
freiwillig mit Hardrock-Café, da waren ja auch viele da, aber dass wir das nächstes Mal quasi direkt als Teil der Veranstaltung machen, um dann den zweiten Tag quasi komplett Zeit zu haben für Assemblies und Barcamp-Modus. Ne, da haben auch einige von den Assemblies jetzt schon vorgemeldet, dass sie auf jeden Fall da wieder was machen wollen. Ich denke, wir werden so, sind gerade so im Klären der letzten Feinheiten, was Fläche und Räume und so angeht, dass wir irgendwie Ende Januar oder Anfang Februar da so ein Call for Participation wieder für Assemblies irgendwie rausgeben können und dann auch irgendwann die Anmeldung startet. Nur so als grober Zeitrahmen. Aber da sind wir ganz happy. Und es gibt auch schon den, Moment, das habe ich heute früh angelegt, kann ich mal kurz zeigen. Wir hatten ja auch letztes Jahr schon das Planungsdokument. Da gibt es jetzt ein LostCamp 20 Planungsdokument. Ne, das hatten wir letztes Jahr ja auch schon offen. Also das sind von ganzen Schurfixen im Orga-Team, die Protokolle und so kann man hier alle einsehen. Ne, und wir sind gerade dabei, eben zu gucken, wer im Orga-Team wieder dabei ist, wer in der Moderation dabei ist. Also falls von euch einer sagt oder ihr jemand kennt, der gerne mal so eine Camp-Orga mitmachen will, gerne melden. Dann finden wir da einen Platz hin, weil wir gucken wollen, dass wir so ein bisschen mehr Rollen belegen können. Also so für Assembly Area, dass man da jemand hat, der sich kümmert, der auch im Vorfeld sich mehr um Assemblies kümmern kann, als wenn wir das so nebenher machen müssen. Genau, dann würde ich jetzt vielleicht kurz, Piwi, du hast gesagt, du musst um 15:30 raus, oder? Ja. Dass wir dich schnell reinnehmen mit der Idee eines Diversity Guides. Ich springe mal nach unten. Genau. Was ist also, die Idee? Mal andersrum. An vielleicht, genau, dass ich vielleicht erstmal anfangen, dass wir überhaupt mit LernOS gestartet sind bei uns. Die Woche, also wirklich noch geschafft haben dieses Jahr. Das heißt, wir hatten das Kickoff und was mich total freut, ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass ich so einen Zirkel von 5 Leuten zusammen hatte und hatte so ein Meetup eingestellt und es waren dann also insgesamt 8, die sich dann aber sofort interessiert haben für den Zirkel und dann eben aber auch andere Leute kannten schon, die auch gesagt haben, sie möchten es machen. Also das hat mich mega gefreut. Ich hatte ein bisschen Angst, dass ich da so ein bisschen Verwirrung stifte, weil erst Working Out Loud und jetzt plötzlich LernOS. Aber ich hatte das so in der Kommunikation ein bisschen vorbereitet. Also hatte auch den Podcast von dir und der Sabine letztens bei uns in der Community hochgeladen. Mhm. Und genau, und hatte das so ein bisschen initiiert, was ist denn so der Unterschied? Und wie gesagt, dann waren es jetzt 2 Zirkel, die gestern rauskamen. Und beide, weil wir dann darüber diskutiert haben, eben welchen machen wir jetzt zu Anfang? Und beide Zirkel waren sich einig, dass sie mit dem OER starten wollen. Mhm. Nämlich, das ist so dieses Ingenieurlastige bei uns, dass sie eben sagen, ja, ich will am Ende dann eben auch, dass irgendwie mein Ziel auch messbar ist. Ne? So, dass ich meiner Führungskraft auch zeigen kann, so was ich da mache und dass ich das eben auch dann und für mich und eben für mein Umfeld nachvollziehen kann. Das waren so die Argumente, das fand ich total spannend. Das heißt, dass so meine Vermutung, dass LernOS sich bei uns, glaube ich, auch gerade bei den Ingenieuren schneller durchsetzen wird, das hat sich gestern da in einem ganz, ganz kleinen Kreis schon bestätigt. Wir haben am Montag haben wir einen Woll-Erfahrungsaustausch, also nach jetzt einem Jahr Working Out Loud. Und wir werden aber auch diesen Woll-Erfahrungsaustausch, wo sich jetzt, glaube ich, auch mittlerweile irgendwie zumindest, ich glaube, 40 Leute angemeldet haben, werden wir auch eine LernOS-Session machen. Ne? Eben für die, die jetzt Woll schon gemacht haben und die nämlich fragen, was kommt denn eigentlich nach Woll, werde ich auch eine LernOS-Session machen, weil ich ja will, dass die Leute einfach für sich weitermachen. Also das so dazu, also ich bin ganz, ganz zufrieden. Und wir haben es jetzt bei uns so ein bisschen aufgeteilt, dass die Isabella, die ja die Toolbox, also Community Managerin von der Toolbox eigentlich ist, die wird mehr in das Woll-Thema einsteigen und ich werde das LernOS machen, weil wir gemerkt haben, dass du es braucht einfach so deine volle Aufmerksamkeit in der Beratung, in der Konzentration und damit so beidem daherzukommen, das verwirrt die Leute. Und damit du da wirklich auch eine gute Haltung und auch gut wirklich unterstützen kannst, versuchen wir das jetzt so zu personifizieren, dass Isabella Woll macht und ich eben LernOS und wir so eben jetzt nächstes Jahr da in den Start gehen. Genau. Was wir diesmal anders gemacht haben, ist, wir haben auch die Woche 4 und Woche 8 als eine große Runde gemacht. Also das heißt, da bieten wir, also haben wir die Sessions beider Zirkel zusammengelegt, sodass wir da in einer größeren Runde unseren Erfahrungsaustausch machen.
Und ich bin mal gespannt, also wir sind auch offen dafür, wir sind nicht darauf festgelegt, dass wir nur diese beiden Zirkel jetzt durchlaufen lassen, sondern sind mal gespannt, wie wir jetzt auch die anderen anteasern können, dass da vielleicht auch sofort welche nachziehen. Also ja. Das freut mich sehr und da bin ich echt guter Dinge. Genau, und parallel dazu oder gleich von Anfang an ist eigentlich die ND entstanden. Das ist das zweite Thema, dass wir sagen, also es bietet sich, also dieses LernOS bietet sich eben dadurch, dass es an Open Source ist, an, also auch nochmal zwei große Themen bei uns im Haus zu so nochmal zu unterstützen. Das ist nämlich einmal das Thema Diversity, also die Nicole Knack, die Diversity-Beauftragte bei uns, die konnte ich dafür gewinnen, zu sagen, wir machen einen Diversity-Lernpfad und machen den zum einen eben von vornherein mit ein paar Mitspielern aus den Fachbereichen, also dass nicht nur wir beide den entwickeln, und wir wollen suchen einfach auch Unternehmen, die auch Lust haben, die sagen, Mensch, da habe ich auch was von, wenn wir ihn haben, die jetzt mithelfen, diesen LernOS Diversity-Pfad zu entwickeln. Die Idee ist, dass wir jetzt im Frühjahr ein 2-Tages-Workshop oder vielleicht sogar 3-Tages-Workshop machen, weil wir wollen den relativ schnell, also wirklich das Größte fertig haben, also dass wir uns wirklich wegschließen, den gemeinsam entwickeln und dann nochmal in ein paar Sprints nochmal nachjustieren, nochmal feintunen. Vielleicht finden wir dann auch noch ein paar IT-Affine, die uns dann das in GitHub irgendwie umstellen, sodass ich dem Team und seinen technischen Ansprüchen da gerecht werde. Genau, also Ziel ist, dass wir das Ding im Sommer dann fertig haben und dann irgendwie in Hamburg in jedem Fall auch damit angeben können. Und das zweite Thema, was sich bei uns schon auftut, ist das Thema auch für interne Trainer, also LernOS-Pfad für interne Trainer, für das Thema Trainingsdesign zu entwickeln. Also 1400 interne Trainer, die wir im Rahmen von so einem Qualifizierungsprogramm schulen müssen. Und da bietet sich das auch mega an, für so eine Lerngruppe eben so einen Pfad zu haben. Also auch da, wenn ihr Interesse habt, da mitzuwirken, schreibt mir. Dann würde ich euch gerne auch irgendwie mit ins Boot nehmen, dass wir das Ding auch irgendwie im Laufe des Jahres entwickelt bekommen. Da werde ich aber nicht, das werde ich nicht leiten, sondern das würde die Sandra Ott dann in die Hand nehmen. Ganz ja gerne, wenn es sozusagen dann in die heiße Phase geht, können wir das nochmal kurz dann featuren in dem Community Call, ne? Wenn es soweit ist. Ja. Und falls ihr PV kontaktieren wollt, also ich versuche überall, wo Leute Connect-Accounts haben, die hier mit einem Ad-Mention zu versehen. Das heißt, wenn ihr hier klickt und dann auf Nachricht geht, könnt ihr PV auch direkt eine Nachricht schicken und euch da melden. Ja. Okay, super. Danke dir. Sind wir genau in der Zeit geblieben. Wunderbar. Ich wünsche euch ein ganz, ganz, ganz schönes Wochenende. Genau, hoffe, dass der Nikolaus noch vorbeikommt und ich freue mich auf den nächsten Call. Bis dann. Sehr schön. Bis danke. Dann. Danke, ciao. Der PV. Ciao. Tschüss. Ich wink die ganze Zeit, aber sie hört das ja nicht. Tschüss. Wer winkt? Jetzt, also ich winke. Ach so. Und mache so Daumen hoch, also totaler Quatsch. Und jetzt ist sie auch raus und hört nicht mal, dass ich die ganze Zeit gewunken habe. Ich schicke ihr die Videostelle dann hinterher. Dann kannst du es nochmal anschauen. Okay. Genau, dann erzähle ich noch kurz was zur Retro. Also ich habe heute Morgen mal, ich versuche ja immer Freitag so LernOS-Tag zu machen, also an LernOS-Themen zu arbeiten. Habe heute früh mal so eine Retro gemacht, entlang so von dieser ganzen Timeline. Also bei uns generell diese ganze Laufzeit dieses LernOS-Projekts, die ja von 2016 bis 2022 geht. Insbesondere aber halt dieses Jahr jetzt. Und habe mal versucht, mit Herzen und mit Blitzen zu kennzeichnen, was aus meiner Sicht so gut und nicht so doll war. Und oben hingeschrieben, im Prinzip die Erkenntnis, dass Dinge einfach mehr Zeit brauchen. Also wenn man da mal so guckt, was ich total cool finde, wo Herzen da sind, ist, dass jetzt in so einer frühen Phase einfach schon so Sachen wie der Sketchnoting Guide entstanden sind und da sind und Leute das machen. Ich fand die Assembly auf dem Corporate Learning Camp ziemlich cool, also hier dieses da, wobei wir es da auch zeitmäßig nicht geschafft haben, die ganzen Follow-ups hinzukriegen mit den Stories und was wir alles gemacht haben. Ich finde super, dass so Meetups entstehen irgendwo von Leuten, die das selbst organisiert machen, dass das erste Dojo dann stattgefunden hat, nachdem es im September nicht geklappt hat von der Zeit. Aber man sieht halt hier oben auch ganz viele Sachen,
wo wir nach unseren OKRs eigentlich schon weiter hätten sein wollen, sei es der Podcasting Guide, da war ich am Dienstag in einem Circle von Bene und Brigitte und so, die gesagt haben, oh, die Übungen sind ja alle noch gar nicht ausformuliert, was machen wir denn jetzt da, ne, wo wir schon lange eine Version 1.0 haben wollten. Auch die Office 365 Edition, wo Volkswagen Nutzfahrzeuge, die das pilotieren wollen, noch immer auf uns warten. Das sind einfach Dinge, die nicht so schnell gehen, wie man das vielleicht hofft. Und umgekehrt aber auch, sagen wir mal, Zeit jetzt daran investieren, dass einfach in der Community selbstorganisiert Sachen passieren. Also das ist so positiv und negativ gleichzeitig. Und was für mich so ein bisschen eine Schlussfolgerung war, ist, dass wir für uns einfach diesen ganzen Entwicklungseinplanungsprozess, dass wir den systematisieren müssen. Also das ist hier unten dieser große Blitz, mehr Zeit in Community-Management auch investieren müssen. Wir haben jetzt schon unseren Kalender mal fürs nächste Jahr durchgepflastert, dass wirklich die Freitage wirklich, wirklich frei bleiben. Also das ist halt auch immer so eine Sache, ne? Da ruft dann jemand an, ich nenne keine Namen und sagt, oh, wir haben ganz dringend noch dieses Projekt oder das muss man noch machen. Sondern wenn so mal 1-2 Freitage im Monat irgendwie weggeknapst werden, dann wird es immer schon eng. Und aber eben auch dieser ganze Entwicklungsprozess, also wo kann jemand Feedback geben, wenn ich gerade im Circle bin, wo lade ich da ab, hier ist ein Fehler, da passt die Formulierung nicht oder wir haben ein Problem auszuwählen, welchen Lernpfad gehen wir eigentlich, fangen wir mit OKR an oder GDD. Deswegen haben wir für uns jetzt mal gesagt, wir hatten ja auf der Webseite steht im Moment auch noch drauf, dass wir eigentlich jetzt im Herbst den LernOS für Teams und LernOS für Organisationen Guide in der ersten Version rausgebracht haben wollten. Das haben wir für uns jetzt mal ein bisschen zurückgestellt. Wir werden die Stände, die wir aktuell haben, ins GitHub-Repo publizieren, also dass einfach draußen ist, was da ist und jeder auch sieht, quasi wie die Arbeitsstände sind, in welchem Zustand es ist. Wir werden einen gewissen Fokus, das ist hier der dritte Punkt, ich weiß nicht, ob man den lesen kann hier im Sharing, auf die Usability der Webseite legen, nutzbare Webseite steht hier und Community, also dass es zu den einzelnen Leitfäden auch Einzelseiten gibt, wo überall so ein bisschen Hinführung draufsteht, auch dann die Links, wo finde ich die Feedback-Versionen, aber eben auch, wenn es Leitfäden gibt, wie jetzt den Podcasting zum Beispiel, der halt noch nicht in einem Zustand ist, dass ich da einfach einen Circle mitmachen kann, so wie ich es bei einem WOL-Guide vielleicht gewohnt bin, dass das einfach dort auch steht. Und wir werden dafür eben auch für uns so diesen Entwicklungsprozess mal durchstrukturieren und auch mal aufschreiben. Wir haben ja jetzt, das werden wir auch halten können, quasi 4 Releases vom LernOS Guide in diesem Jahr. Am 16. Dezember kommt jetzt die Version 1.5. Die Releaseplanung lief auch auf GitHub, aber sozusagen noch sehr ad hoc und sehr so in dem Kernteam der Leute, die da mitschreiben. Wo man sagt, Mensch, in 4 Wochen muss der rauskommen, haben wir schon die Issues geordnet, welches Feedback gibt es dazu, dann kam da jeder nochmal in seinen E-Mails nach. Und da wollen wir einfach sauber, wie man es halt in der Softwareentwicklung auch macht, einen Plan für so einen Rolling Release-Prozess machen, wo es dann eben immer auch so Feature-Freeze-Termine gibt, wo man sagt, alles Feedback, was bis zu dem Zeitpunkt da ist, wird dann einmal durchpriorisiert, auf die Meilensteine verteilt, sodass man da einfach mehr Transparenz hat, in welchem Zustand sind die Sachen und wie werden sie sich weiterentwickeln. Und wie gesagt, hatte ich schon gesagt, diesen LernOS Friday, also dass wir einfach bei uns den Freitag, soweit es geht, immer blockiert halten. Und da überlegt man auch, den dann teilweise zu öffnen. Also man sagt, wir schreiben hier an Themen oder bauen an Webseite, aber dann gerne auch Community einladen, entweder hierher zu kommen oder eben über Web-Sessions sich da einklinken zu können, dass man da einfach sowas wie, wir priorisieren die Features oder wir planen dann das nächste Quartal, das nächste Release, dass wir das einfach ein bisschen systematischer machen können. Das war so mal für mich so ein Fazit aus dem Jahr. Wir brauchen mehr Zeit, also wir müssen uns mehr Zeit nehmen und Dinge brauchen auch mehr Zeit. Also es waren, glaube ich, zu viele Bälle gleichzeitig in der Luft. Da oben steht auch sowas wie der Barcamp Guide. Andreas habe ich vorhin gesehen. Die Idee war ursprünglich auch, das Knowledge Camp schon auf dem Barcamp Guide laufen zu lassen, aber das war einfach utopisch, das haben wir nicht hinbekommen. Wenn ihr für euch noch irgendwie Lessons learned habt, jetzt in der Stunde haben wir nicht so richtig viel Zeit, schau gerade mal auf die Uhr, 5 Minuten sowas haben wir jetzt noch, gerne alles auch unten in die Kommentare dann reinschreiben. Ich würde es dann ein bisschen aufarbeiten und so eine Art Fazit und wie machen wir es dann konkret fürs nächste Jahr einfach im Community Call im Januar dann mal thematisieren. Aber falls jemand jetzt noch was sagen will, also jetzt haben wir
wie gesagt, so gute 5 Minuten noch Zeit, könnt ihr gerne ein Mikro aufmachen und mal so aus eurer Perspektive erzählen, wie das Jahr war und was wir im nächsten Jahr gleich oder anders machen sollten. Mir ist nur aufgefallen, dass beim Lost Camp kein Herz ist. Fehlt oh ja, stimmt. Das male ich gleich noch nach. Das muss natürlich sein. Ja. Absolut. Da musste wahrscheinlich das Größte hin. Also das war ein echter Energiespender. Ja. Ja, und der Hardy sagt noch, auf der Metaebene im Lost Camp ging es vielleicht los. Was ich erlebe, ist, dass ganz viele Leute sich plötzlich zusammenfinden und des Lerners als Kulminationspunkt haben, um gemeinsam ihre Gedanken auszutauschen und teilweise eben auch zu kristallisieren, dass allmählich was dabei rauskommt. Und da sage ich mal, wow, also das ist ein ganz großes Herz über alles drüber. Also das waren, für mich war das eine Initiierung der Sammlung einer Community, die sich findet. Und dafür danke. Du würdest das Herz hier unten beim Community-Management oder bei dem Community-Gedanken sozusagen unterstreichen. Tja, eigentlich insgesamt über alles drüber. Ja, ja. Menschen finden sich plötzlich. Schön. Sonst noch jemand? Ich mache auch noch ein riesen Herz an den Sketchnoting-Guide, ja, weil ich mich total gefreut habe, dass der jetzt losgeht und dass so viele Leute aktiv auf Twitter dazu posten. Und das ist ein unheimlich befriedigendes Gefühl gewesen. Ne? Also wir hatten jetzt irgendwie, wir waren ja schon zum Lernungscamp fertig mit dem Guide und dann war erstmal Sommerferien und dann kommt nichts und du hast das Gefühl, jetzt haben wir da 100 Stunden rein investiert und die Leute nehmen es nicht auf und du bist so ein bisschen betrübt. Ja? Mhm. Also ich war ziemlich betrübt, ja? Und dann ging das so im September, Oktober los mit 5 Circles, die gleichzeitig laufen und die mega sind und das ist unheimlich befriedigend. Ich mache auch den gerade noch einmal komplett mit einer neuen Gruppe. Das ist einfach ziemlich geil. Und was wir intuitiv, glaube ich, ganz gut hinbekommen haben, was jetzt für mich eine zentrale LernOS-Frage fürs nächste Jahr ist, wie kriegt man das hin, die Cutters und den roten Faden so zu gestalten, dass man flexibel bleibt und alle immer irgendwie mitgenommen werden können in den Sessions und trotzdem irgendwie eine Progression drin hat. Mhm. Ja? Das ist, finde ich, wenn man jetzt mit Themen reingeht und explizit sagt, wir machen Sketchnoting 12 Wochen lang und die Leute kommen mit ganz unterschiedlichen Vorkenntnissen, Vorständen und Erwartungen, dass man die Hälfte von denen nicht verliert, weil der Lernpfad komplett an ihnen vorbei strukturiert ist. Ja. Das ist eine, da sind wir gar nicht so schlecht, glaube ich. Aber es ist, glaube ich, eine Riesenherausforderung für alles, was wir in LernOS inhaltlich machen, für alle Leitfäden, die wir jetzt noch erstellen. Ich glaube, das ist auch, Podcasting würde ich es genau unterschreiben. Also da in dem Circle am Dienstag waren halt, die einen bauen sich gerade für interne eigene Podcasting-Plattform und haben schon viel gemacht. Die anderen haben jetzt 24 Episoden schon veröffentlicht. Der andere hat auf seiner Webseite, Benedikt, schon einen Podcast veröffentlicht. Ne, und die Übungen, wie sie im Moment drin sind, gehen eigentlich von Newbies erstmal aus. Also von jemand, der vielleicht noch nicht mal Podcasts hört, ne, wo man eigentlich so eine Ebene, du brauchst einen anderen Lernpfad, je nachdem, ob jemand Anfänger, Fortgeschrittener oder Experte ist. Das müsste dann vielleicht auch noch so funktionieren, dass vielleicht ein Anfänger und ein Fortgeschrittener, die machen verschiedene Übungen und können trotzdem im gleichen Circle sein. Das wird halt dann, glaube ich, nochmal eine Komplexitätsebene, die man da reindenken muss. Aber ich glaube, das ist was, warum es jetzt gut ist, nächstes Jahr mal auf diesen LernOS4U-Leitfaden zu fokussieren, weil wir uns da so Sachen auch genau überlegen wollen und auch nochmal so, wie sieht ein Template für eine Kata aus? Kommt da so ein Hinweis? Ist das jetzt für Einsteiger oder Fortgeschrittene mit drinnen? Wie führt man die Leute hin? Und das kann man, glaube ich, auf alle Leitfäden replizieren, das Problem. Gut, sonst noch jemand? Ich sehe gerade, Karl-Heinz schreibt noch was. Achso, okay, das ist was ganz anderes. Alles klar, lese ich später. Ich hätte jetzt eben noch mal reingeschrieben gehabt, hallo Magnus hier, Entscheidungsmatrix für einen neuen Circle, weil wir gerade jetzt in der Phase waren und wir waren irgendwie zu fünft und sagten, und wie starten wir jetzt? Wir haben jetzt tatsächlich am Montag dann unsere Woche 0. Mal gucken, was dann da rauskommt, aber das war so eigentlich unsere größte Frage. Wir kennen uns alle mit Woll aus und wir haben uns auch schon eingelesen mit den Lernhaus. Ich bin ja auch schon seit Anfang dabei, aber wenn man jetzt sagt, wie den neuen Circle starten, was für Möglichkeiten hat man und weshalb sollte man was auswählen? Und
was geht auch zusammen? Ne? Da hast du ja auch uns reingeschrieben, macht nicht irgendwie ein OKR und ein Getting Things Done mit irgendwas mit Woll zusammen, das klappt nicht. Ne? Aber dass man das einfach nochmal klarer hat, das ist nicht ganz so eindeutig. Ja, also das ist was jetzt in die 1.5 und die 1.6 quasi so eine Hinführung auch rein soll. Ne? Wann wähle ich was aus? Auch mit so ein paar Geschichten haben wir da schon gesammelt. Ne? Wenn jetzt, was weiß ich, einer von seinem Chef kein grünes Licht kriegt, überhaupt einen Wall-Circle zu machen, dann gehe ich vielleicht ran und sage, ich mache erstmal Getting Things Done und schaufel mir meine Zeit selber frei, um dann hinterher in Wall mein eigenes Ziel zu verfolgen. Und wenn mein Ziel noch nicht scharf ist, gehe ich erstmal in den OKR-Lernpfad, geh da mit einem scharfen Ziel raus und geh dann in Woll meinetwegen rein. Aber das ist alles so, da muss man jemanden mit dabei haben, der die Hintergründe so ein bisschen kennt, weil das in den Materialien überall noch nicht dabei ist. Ja, gebe ich dir recht. Okay, schau ich mal gerade, Entscheidungsmatrix sehe ich noch von Daniela. Abschluss. Ja, genau, wie es nach Abschluss eines Circles weitergeht. Das ist auch so ein Gedanke, der ist im Moment in so einer Someday-Maybe-List. Es gibt das Konzept von Mastermind-Gruppen. Und Mastermind-Gruppen sind im Prinzip Gruppen von Leuten, die sich gegenseitig supporten, unabhängig von Lernpfaden. Das ist ein uraltes Konzept. Das kommt, glaube ich, aus einem Buch von Napoleon Hill, 1927. Da gibt es auch ein schönes How-To. Wenn euch das interessiert, kann ich das mal posten. Und das ist so ein Gedanke, was ist quasi die Alumni-Gruppe eines Circles? Also wie bleibe ich beieinander, helfe mir weiter, aber vielleicht nicht mehr in dem Wochentakt, nicht mehr mit Übungen. Auch das ist was nächstes Jahr auf jeden Fall in den Leitfaden rein soll, aber eben noch nicht drinnen ist. So. Und da kann man sich bestimmt auch noch ganz andere Sachen vorstellen, was man nach so einem Circle, wie man da weiter vorgehen kann. Was viele ja auch intuitiv jetzt schon machen. Ne? Wenn man sagt, alle Quartal trifft man sich mal zum Mittagessen oder zum Abendessen und tauscht sich weiter aus. Das passiert jetzt gerade bei uns, Silvia hier. Wir haben nächsten Dienstag den Abschluss, die Woche 12, des ersten LernOS-Circles. Wir treffen uns im Februar physisch in Hamburg für ein Wochenende. Wir wollen es gleich richtig wissen. Und starten dann danach mit dem nächsten LernOS-Circle. Der ist auch schon bestimmt. Da werden wir, weil wir so viele gute Ideen hatten jetzt, werden wir den GTD machen. Ja, cool. Sehr schön. Ja, genau. Das sind dann vielleicht auch so Beispiele, die man mit reinnehmen könnte, weil das, glaube ich, sehr individuell ist, wo man jetzt nicht sagen kann, ganz generisch, nach dem macht das, sondern je nach Gruppe, nach Zusammensetzung, nach Interesse, ist das bestimmt sehr unterschiedlich. Aber jetzt würde ich erstmal euch das Wort übergeben Richtung SMA Solar, dass man da nicht eher am Ende euch drängen müsst mit dem Thema Reverse Mentoring mit dem Guide. Wollt ihr was zeigen oder wollt ihr erzählen? Oder beides? Ja, haben wir überlegt, das zeigen nach Interesse, aber ansonsten würden wir einfach nur kurz erzählen, weil finden könnt ihr es ja tatsächlich auf Connect. Genau, Simon sucht schon. Wir dachten erzählen, warum haben wir es da hochgeladen und was ist der Gedanke dabei und warum machen wir es überhaupt? Wir haben den Eindruck bei uns gehabt, dass es Führungskräfte gibt, die tatsächlich mit diesen ganzen digitalen Tools, ach oh Wunder, nicht so viel anfangen können und da ist ein großes Skill, aber vor allem auch Mindset-Gap gibt. Und wir aber auch gleichzeitig gemerkt haben, die gehen in keine Zirkel. Also Zirkel sind bei uns intern schon ganz schwer überhaupt zu initiieren, aber für Führungskräfte ist gar nicht möglich aus unserer Sicht. Zumindest haben wir nirgendwo Anknüpfungspunkte gefunden. Und letztes Jahr beim Wallcamp habe ich von der Telekom gehört, dass sie angefangen haben mit Reverse Mentoring. Eine super Idee. Lassen sowas auch machen. Dann haben Martin und ich überlegt, wie können wir das machen. Und das ist jetzt dein Part, Martin, ne? Kannst ruhig schon so einleiten, kein Thema. Entschuldigung, bitteschön. Genau, also wir haben uns überlegt, wie kriegen wir das hin, wie können wir da vorgehen, weil die Guides ja in erster Linie dafür gemacht sind, dass die Leute ja intrinsisch motiviert sind und dann selbst ihren Weg beschreiten und den Guide lesen und das Woche für Woche machen. Also haben wir gesagt, wenn wir das kombinieren mit dem Reverse Mentoring, das heißt, wir fassen die nicht in Zirkel zusammen, sondern wir sagen immer eine Führungskraft und ein Mentor sozusagen dazu oder ein Mentee, je nachdem, wie man es betrachtet, der nach Möglichkeit irgendwie so aus dem Bereich Digital Native kommen sollte oder sich entsprechend auskennt, gerne auch schon LernOS oder Woll-Erfahrung haben sollte, also damit er wirklich auch weiß, worum es geht. Und dann haben wir uns die Guides vorgenommen und die quasi ein bisschen umgeschrieben, erstmal noch ein bisschen eingedampft, um das zeitmäßig mehr an das Zeitbudget von unseren Führungskräften anzupassen,
aber auch, um nochmal so einen Retro-Aspekt jede Woche mit reinzubringen. Also die Idee ist, es treffen sich Mentor und Mentee und die Führungskraft bearbeitet die Aufgaben aber quasi nicht während des Treffens, sondern durchaus auch dazwischen und führt neben den Aufgaben auch immer so eine Art Lerntagebuch, damit wirklich auch quasi dieser Weg verstetigt und verinnerlicht wird, worum geht es denn jetzt eigentlich hier? Also wie im Sinne von, wo sind denn meine Fortschritte und wo komme ich da entsprechend weiter? Genau. Dann haben wir tatsächlich auch schon einen kleinen Piloten starten können. Julia hat ihren Chef dafür gewinnen können, das auch schon anzufangen. Wobei das dann auch ein bisschen ins Stocken geriet aus bekannten Gründen, dass eben Führungskräfte, je höher in der Hierarchie sie angesiedelt sind, dann auch immer gerne andere Prioritäten haben. Und wir dann gesagt haben, okay, das ist ganz gut, um die Erfahrungen, die Julia jetzt sammelt, schon mal mit einfließen zu lassen. Aber wenn wir wirklich wollen, dass das System auch später ins Laufen kommt, brauchen wir vor allen Dingen wie so eine Art Pool an Mentoren. Das heißt, wir haben natürlich ein paar Leute, die wir kennen aus unseren Netzwerken, aber es wäre besser, wenn man das noch auf breiteren Boden stellt, sodass wir erstmal jetzt ein bisschen Energie transferiert haben. Und wir hatten gestern einen Kickoff für eine Digital Guide Community bei uns im Unternehmen, wo wir quasi unsere Hoffnung ist, dass wir dadurch, dass wir da Leute nicht wirklich ausbilden, aber zumindest schon mal unter einer Flagge zusammenfassen, dass wir die in einem zweiten Schritt dann als Mentoren für dieses Programm gewinnen können. Genau. Und warum haben wir es hochgeladen? Warum haben wir mit jemandem drüber gesprochen? Und wir haben überlegt, es könnte gut sein, das heute hier vorzustellen. Wir haben gemerkt, es arbeiten scheinbar viele gerade an dem Thema. Also Parallelarbeiten, überall, das entsteht der Eindruck, es gibt einen bestimmten Level oder eine bestimmte Gruppierung an Menschen intern, die wir über den Zirkelansatz so nicht gewinnen können. Wir trotzdem aber merken, es wäre vielleicht ein Bedarf da. Und wir überlegt haben, naja, wir kommen aus einem Community-Gedanken. Wir würden ja eh nichts für uns alleine machen, sondern würden ja eh gerne teilen. Also haben wir das, was wir an Circle-Trainings genannt, an Einheiten pro Woche, eh schon entwickelt haben, so wie Martin es erzählt hat, abgeleitet haben, angepasst haben, ist hochgeladen, findbar also in Connect. Und der Gedanke ist tatsächlich, dass ihr es einfach auch gerne nehmen könnt, ausprobieren könnt. Wir haben uns sehr schwer getan, irgendwie so eine Intro zu dem Ganzen zu machen, warum und weshalb. Das fehlt sozusagen noch. Wer da Ideen hat, yay, können wir gut gebrauchen. Aber die Guides an sich, die sind tatsächlich erstmal so in sich abgeschlossen und stimmig, aus unserer Sicht, aber natürlich nicht fertig. Das heißt, wenn ihr das ausprobieren wollt, herzlich gern. Wenn ihr Feedback gebt, herzlich gern. Wir würden es gern mit der Community zusammen weiterentwickeln. Genau. Simon, du bist stumm. Jetzt bin ich wieder unstumm. super cool, dass ihr das zur Verfügung stellt. Ihr hattet ja die Session auf dem Lost Camp und wir haben dann danach, ich habe gerade die Session verlinkt bei eurem Agenda-Punkt jetzt und da hängt unten dran dieser Download. Ne? Da gibt es das PDF und ein DocX, da ist das drin. Vielleicht nur so als kleine Bemerkung, vielleicht seid ihr in der Präsentation drüber gestolpert. Wir haben hier hinten angefangen, über sogenannte Ausspielformate zu sprechen. In welchen Kontexten kann ich LernOS verwenden? Mhm. Ne? Und da gibt es halt das, was im Moment empfohlen ist, den Circle. Es gibt aber auch das ganze Feld Autodidakt, Selbstlerner, aber auch Lerntandem. Ne? Und die Idee ist, dass man das im nächsten Jahr auch noch deutlich ausbaut und sagt sowas wie Reverse Mentoring. Ne? Bei Audi ist zum Beispiel auch ein Reverse Mentoring auf Basis von einem OneNote. Oder ich hätte es mit Daimler gerade einen Podcast gemacht, der letzte Loa, also LernOS von ER. Die haben auch Reverse Mentoring im Einsatz. Da ist unsere Idee, den Leitfaden erstmal so formatneutral zu machen, ne, und dass man die Übungen dann auch in einem Dojo, in einem MOOC, in einem Reverse Mentoring ausspielen kann und das dann alles eher über Begleitdokumente gesteuert wird. Also da werden wir nächstes Jahr auf jeden Fall einiges aufnehmen davon. Deswegen ist es schön, dass ihr da Pionier seid. Schön. Ja, wir haben jetzt einen anderen Ansatz gehabt. Ich finde den an sich total gut, was du sagst, Simon. Wir hatten den Eindruck, wir wollen es unseren Führungskräften leicht machen, weil es schon schwer genug ist, sie überhaupt in so ein Lernformat in meinem Fall reinzuquatschen. Das heißt, das ist so aufgebaut, dass du da drin auch Journaling machen kannst. Also wirklich relativ barrierefrei und komfortabel.
Das ist nicht der Ansatz, den wir sonst fahren. Da versuchen wir einfach eine Brücke zu bauen in die Kontexte, in denen sie unterwegs sind. Und eine persönliche Bemerkung, nehmt nicht euren Chef. Ich hatte die Wahl zwischen, ich habe einen Job fix und ich nehme entweder einen LernOS-Guide oder ich habe meine eigenen Themen. Und dann wird entsprechend die Zeitspanne, in der so ein Zirkel stattfindet oder so ein Reverse Mentoring Programm stattfindet, erheblich länger, weil ich leider wirklich Themen habe. Ja, naja, klar. Aber du hast ja keine Wahl, du hast ja nicht zwei verschiedene zur Auswahl, oder? Ich habe nur einen Chef, ja. Ja, genau. Dann habe ich mal keinen zweiten Pilot, mit dem du das Reverse Mentoring. Ich hatte mal fünf tatsächlich, also lach nicht, nicht witzig, aber doch, daran arbeiten wir. Ja, okay. Ja. Sehr schön. Eine Frage, Julia. Ja? Wieso war es so schwierig oder ist es so schwierig, ein Intro zu schreiben? Das hat was damit zu tun, dass wir es irgendwie so kondensieren wollten, dass es verständlich ist. Also wir haben das Gefühl manchmal, wir reden in unserer Bubble, da wissen alle das Stichwort und das macht, es erleben, ergeben sich Welten im Gedanken und wir hatten das Gefühl, die Sprache, die wir sonst verwenden, in anderen Kontexten können wir so nicht verwenden. Und tatsächlich ist aber auch ein Zeitthema. Wir haben einfach gemerkt, wir wollen jetzt erstmal uns auf die Guide-Community kümmern, weil das tatsächlich auch die Chance gibt, dass es nicht immer nur an unserer begrenzten Ressource Martin und Julia liegt, sondern tatsächlich auch andere mitmachen können. Und erst wenn wir das auch haben, dann können wir wieder ins Konzeptionieren gehen. Aber so brauchten wir erstmal Menschen, die überhaupt mitmachen wollen und sich begeistern lassen und sichtbar gemacht werden können. Also es war ein bisschen Fokus. Aber es fällt uns auch inhaltlich echt schwer, eine Sprache zu finden, die anschlussfähig ist an unser Upper Management. Mhm. Ja, es ist auch die Herausforderung, nur noch schnell, ist auch die Herausforderung, das denen da überhaupt versuchen, schmackhaft zu machen, beziehungsweise sie nicht als doof, du musst jetzt was lernen, hinzustellen? Ja, auch. Okay, gut. Genau. Also nur dieses sich abschotten, total in der Überforderung, sich abzuschotten in so ein, ich weiß doch eh schon alles, Haltung. Ja. Und dann komme ich und sage, lebenslanges Lernen, das ist schwierig manchmal zu balancieren. Okay. Alles klar, danke dir. Ja. Gut, dann von den orangen Lernpfaden zu den silbernen. Helmut, du hast den Silberpfad gemacht. Ja, genau. Magst du was teilen? Soll ich das Teilen aufheben oder soll ich das teilen, was du mir geschickt hast? Ich würde mal was teilen. Also erstmal vielen Dank nochmal für die Einladung, was vorzustellen. Gerne. Wir sind ja nach den Sommerferien gestartet mit dem Lerner Circle. Und da hatte ich so als Thema lange überlegt, was willst du denn wählen? Und hatte ein Thema, das hat, glaube ich, ursprünglich so ein bisschen begonnen mit dem Expert Debriefing, was ich gemacht hatte bei euch. Also so das erste Mal, so von wegen Leute gehen aus dem Unternehmen, was kann man da eigentlich machen? Und eben auch festgestellt, dass es ganz viele gibt, die in dem Zeitraum so mit 50 plus irgendwo merken, es wird nicht mehr in sie investiert. Es gibt also keine wirklichen Trainingsangebote mehr, keine Karriere, wo man sagt, ihr seid jetzt im Fokus, sondern man sagt, ja, was sollen wir denn in euch noch investieren, wie ihr da ja irgendwann sowieso das Unternehmen verlasst. Das war so lange im Kopf und dann hatte ich gedacht, wir haben jetzt so viel über Working Out Loud Lerners an Impulsen bekommen, wäre es da nicht mal Zeit, zusammenzuschreiben, zu sagen, es gibt quasi so eine Art von Weckruf, macht dir früh Gedanken darüber, was in deiner Zukunft passiert, in der nächsten Lebensphase und nicht erst dann, wenn du in dieser Lebensphase drin bist. Und so bin ich dann eigentlich gestartet, habe gesagt, okay, ich weiß nicht, was rauskommt. Es kann ein Guide sein, es kann irgendwie eine Übungssammlung sein, Ratgeber, keine Ahnung. Und habe aber dann irgendwo gemerkt, es sind einfach sehr viele Elemente schon irgendwo im Kopf. Schreibt mal zusammen. Jetzt sind quasi zwei Sachen rausgekommen. Also einmal so ein Silver-Hack, Übungen, die man sich einfach mal anschauen kann für jetzt oder später, im Sinne von warte nicht darauf, dass du erst dann dir Gedanken machst, wenn du dir über die Rente Gedanken machst, sondern machst viel früher. Mach dir immer mal wieder Gedanken, wo du eigentlich stehst und was du für dich noch erreichen willst. Und eben dieser Silberpfad, der ist jetzt quasi... Warte mal, willst du was zeigen, weil du teilst noch nicht im Moment? Ich würde was... Zeilen, Moment, ja, ich teile jetzt was. Okay. Jetzt kommt was. Könnt ihr was sehen? Ja. Genau, und dieser Silberpfad, das ist jetzt, wie gesagt, dieser Pfad, der auch 12 Etappen hat, oder wenn man so will, mit auch einer Woche Null, wenn man sagt, zu Beginn, oder Etappe Null mit der Vorbereitung. Und was ich mir da gedacht habe, war,
dass man erstmal startet so mit dem, wo komme ich her, wo stehe ich, also gerade auch so Richtung Future Backwards gedacht, die Auseinandersetzung, ich bin ja hier irgendwo hergekommen, was ist eigentlich bislang passiert und wo befinde ich mich gerade, so eine Orientierungsphase. Dann, wo will ich hin? Also auch da so ein bisschen die Überlegung zu sagen, was sind meine Pläne, was wird in den nächsten Jahren passieren, auch wieder eine Orientierung zu finden für sich selber, zu sagen, da kann ich jetzt schon mal meine ersten Weichen stellen, auch meine Wünsche äußern, was denn da eigentlich in der nächsten Zeit passieren soll. Was will ich klären? Das sind dann so Punkte, wo ich nochmal reingehe und sage, wo befinde ich mich aktuell, was ist denn auch so mein Motivationslevel etwas zu verändern. Also nehme ich jetzt mal an, ich bin 50 plus, was will ich denn wirklich für mich nochmal klären, was ich erreichen will, entweder im Beruf selber oder danach, möchte ich mich irgendwo noch beruflich aktiv zeigen, also dass man da so eine Art von Standortanalyse nochmal sagt, das sind so Punkte, da muss ich mich irgendwann mal auseinandersetzen. Ich möchte es nicht schieben auf die Zeit danach, nach der Rente. Dann geht es weiter, dann auch in einen konkreten Zeitplan. Und da habe ich mir jetzt gedacht, das sind dann Übungen, wo man sagt, guck mal in einen Zeitraum in die nächsten Jahre rein. Also wenn man jetzt den Rentenzeitpunkt kennt, was sind die 3 Jahre vorher, was sind die 3 Jahre danach? Was ist mit dem Partner, mit Familie, also alle, die irgendwo auch dann in diesem Zeitraum älter werden und für sich eine Entwicklung durchmachen und dann überhaupt mal zu sehen, was sind denn das für Zeitschritte, die da passieren und das mal in einem Gesamtbild aufzuzeigen und zu merken, ja, ich bin ja nicht allein unterwegs, sondern es sind immer auch noch andere und man kann dann auch mal abschätzen, wann Früchte für einen passieren und wann man dann tatsächlich auch aktiv werden soll. Dann geht es tatsächlich in den Aktionsplan und der geht dann auch so weit, dass man sagt, jetzt gehe ich langsam mal in meine Routinen rein, sage mir, wenn schon etwas sich ändert, dann sollte ich vielleicht auch frühzeitig beginnen, je nachdem, wie viel Zeit man auch dafür hat, zu sagen, ich mache mir Zeitscheiben und nenne die Zeitscheiben, wie ich sie aktuell nutze und was zum Beispiel würde passieren, wenn ich in Rente gehe und dann ganz viele Zeitscheiben wegfallen. Also dieses, mein Beruf, ich habe meinen Arbeitsweg, ich habe meine Routinen und die werden alle irgendwo neu zu besetzen sein. Dann mit dem Hintergrund auch Zeit freizuräumen, auch den Kopf freizuräumen, in Richtung Getting Things Done aktiv zu werden. Da sage ich mir, es gibt so viele, die ich jetzt auch gehört habe, die so in Rente gegangen sind oder davor waren und gesagt haben, ich habe erstmal genügend zu tun, ich habe so viele Sachen, die ich digitalisieren muss und wegschmeißen muss und sonstiges. Und dann ist es so, wie wenn man irgendwie alles aufschiebt auf danach, ja, und quasi so seine Zeit später dann irgendwo schon vermüllt mit Themen, die man aufräumen muss. Und das geht auch viel früher, ja, dass man damit beginnen kann. Dann Ikigai als ein Thema, das wird auch ganz am Anfang schon mal aufgegriffen, so von wegen, was ist eigentlich dein Antrieb und wo möchtest du hin, welche Strukturen möchtest du für dich schaffen und was ist so quasi dein Sinn, um aufzuwachen morgens und dein Leben zu gestalten, auch das nochmal wirklich in den Fokus zu setzen und in diesen ganzen Etappen mitlaufen zu lassen, aber dann ganz intensiv in der Etappe 7 sich diesem Thema dann zu öffnen. Jetzt müsst ihr ein bisschen Gas geben, weil wir schon auf 14 genau. Uhr sind. Okay, meint Etappe 8, so dann auch Richtung Körper-Geist mal reinzuschauen, zu sagen, wo kann ich da an mir arbeiten, neue Skills aufzubauen, zu hospitieren, mal wirklich neue Sachen auszuprobieren, Tools kennenzulernen, also auch da nicht stehen zu bleiben, sondern zu sagen, ich will genauso mit meinen Fähigkeiten, so irgendwie Reverse Mentoring, noch weitermachen und auch da meine Fähigkeiten ausbauen. Das Thema Verantwortung für sich selber zu übernehmen und dafür einzustehen, was man verändern will und das quasi mit einer Etappe abzuschließen, also nicht nur das Feiern, sondern auch das, was will ich ab jetzt auch wirklich anders machen und nachhaltig machen. Fest und manifest, das ist schön, ein schönes Wortspiel.
Und das ist also auch gedacht, entweder alleine, zu zweit, in einem Circle. Und Etappe kann dann sein, 2 Wochen, 4 Wochen. Das ist jetzt nicht irgendwo so, dass man sagt, man wird sich da strikt dann etwas entlanghangeln, sondern sollte man sich mehr diese Zeit nutzen und überlegen, wie lange brauche ich tatsächlich dafür. Ja, das finde ich total schön, weil es quasi im Sinne von lebenslangem Lernen jetzt die Zeit, die man oft so da gar nicht im Blick hat, nämlich nach dem Austritt aus dem Berufsalltag irgendwie in Fokus nimmt. Ne? Und das eigentlich genau die von der Wiege bis zur Bahre Idee sehr schön abbildet. Cool. Ja. Komm mal gerne, also wenn du da dann die ersten Leute hast, die da mal durchgelaufen sind und es Erfahrung gibt, würde ich gerne nochmal aufgreifen. Also das finde ich sehr gut. Ja. Okay, super. Dann, die Stunde ist schon wieder rum. Das geht immer so schnell. Ein paar mussten auch schon rausspringen. Da war gerade die Frage, Helmut, wer ist denn CG? Ach, Zielgruppe des Silberpfads. Wahrscheinlich Leute, die in Ruhestand gehen, oder? Ja, also ich sag mal, alle, die so Richtung 50 plus sagen, ich möchte nicht einfach diese Zeit absitzen. Ich möchte sie kreativ gestalten. Ich möchte irgendwo wissen, was ich mit dieser Zeit anfangen kann. Im Ruhestand selber kann man sich das auch antun, aber sagen wir da ist es dann, ist man schon zu weit, ein Stück weit. Das heißt, 50 plus in 5 Jahren bin ich dann auch dabei. Ja, und Silberpfad. Alles klar, super. Dann danke ich euch allen, die ich jetzt nicht mehr sehe. Eine schöne Weihnachtszeit, erholsame hoffentlich auch. Euch in Wien noch viel Erfolg am Montag beim Meetup. Grüßt mir die Leute, berichtet ein bisschen davon. Und dann euch allen ein schönes Wochenende. Danke gleichfalls. Vielen lieben Dank. Tschüss. Tschüss. Ciao. Danke.